um Gussteile für den Soll-Ist-Vergleich zur Aufmaßkontrolle vor der Zerspanung zu scannen. Dafür sind wir bei Perfekta, dem Technologieführer im Bereich Papierschneidemaschinen. Für diese Anwendung eignen sich die Handscanner Artec Eva oder Artec Leo perfekt. Durch den Vergleich der gesamten Geometrie mit den CAD-Daten kann Ausschuss durch zu geringes Aufmaß bereits vor der Zerspanung erkannt werden. Zusätzlich wird bei einem von der CAD-Datei stark abweichenden Guss kostspieligen Spindelschäden vorgebeugt, die sich schnell im Bereich von mehreren 10.000 Euro bewegen können. Wir nutzen den Artec Leo, die Software Artec Studio und das Auswertungstool Geomagic Controlix. Der Gesamtprozess lässt sich in die Arbeitsschritte Scanvorgang, Datenübertragung, Nachbearbeitung und den eigentlichen Soll-Ist-Vergleich unterteilen. Der 3D-Scan des ca. 2 Meter großen Maschinengestells erfolgt mobil direkt in der Fertigungshalle und dauert etwa 5 Minuten. Durch die Verwendung aller Farb- und Geometrieinformationen, die uns das Objekt liefert, brauchen wir keine Targets und können direkt mit dem 3D-Scan starten. Durch die kabellose und rechnerunabhängige Bedienung können wir auch im fertigungsnahen Umfeld schnell und unkompliziert scannen. Die Datenübertragung erfolgt wahlweise per WLAN über ein Ethernet-Kabel oder eine SD-Karte. Dieser Importvorgang dauert ebenfalls ca. 5 Minuten. Bei der Nachbearbeitung der Rohscan-Daten schneiden wir zuerst den Hintergrund heraus und können anschließend alle weiteren Funktionen wie globale Registrierung, Vernetzung und die Netzvereinfachung in einem Stapelprozess anstoßen. Den Soll-Ist-Vergleich führen wir in der Analysesoftware Geomagic Controlix durch. Hier sehen wir sehr schön, an welchen Stellen wir mit dem 3D-Scan deckungsgleich zur CAD-Datei übereinstimmen und wo es Abweichungen gibt. Da wir hier ein bereits zerspantes Maschinengestell eingescannt haben, sehen wir keine großen Abweichungen an den entscheidenden, zersparten Stellen, sondern vielmehr eine sehr exakte Übereinstimmung. Mit diesem Prozess haben wir den Gesamt-Soll-Ist-Vergleich in weniger als einer halben Stunde abgeschlossen.